Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Foundation. Momentan in einer Nahrungsmittelknappheit oder zumindest eine Schwierigkeit, die Nahrungsmittel an die Menschheit hier zu bringen. Ich hatte vor, hier vielleicht noch einen kleinen Marktstand hinzupacken, damit die hier... Also das ist jetzt auch nicht weit weg grundsätzlich, aber ich weiß halt auch nicht, wo es sonst noch das Problem gibt. Deswegen dachte ich so, dann mache ich einen ganz kleinen einfach noch mit hin. Nur so ein paar kleine Lebensmittelstände, hätte ich jetzt so gesagt. Und vielleicht einmal Luxusgüter. So, mal drei. So, die würde ich einfach auch ganz simpel so nebeneinander stellen. Vielleicht auch erstmal ohne irgendwas, dann geht es ein bisschen schneller. Dass das jetzt erstmal gebaut wird hier. Oh je. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt vorankommen. Oder dass das jetzt irgendwie klappt. Das wäre ganz nett. Militärmission. Ja. Ja, Brot und. Brot, Käse und Co. ist halt alles so wenig. Wo ich schon so viele Kuhbauern. Das ist alles irgendwie. Alles irgendwie blöd, weil ich weiß halt nicht, was ich jetzt noch groß mache. Ich kann jetzt nicht 25 mal einen Milchbauernhof platzieren irgendwie, ne? Also, ein bisschen. Das kommt mir ein bisschen irgendwie blöd vor. Ja, Militärmissionen, ja, will ich eigentlich momentan nicht. Oder eher ungern. So, wie sieht's? Ja, wir haben halt keinen Weizen und ich weiß nicht, warum wir überhaupt gar keinen Weizen haben. Sonst baue ich halt wirklich nochmal einen Milchbauernhof. Hier mit dazu. So. Einfach daneben und dann halt nochmal ein. Das ist jetzt gefühlt, ist eigentlich zu viel, aber naja. Müssen wir mal gucken. Ne, da haben wir alles voll. Ja, wir müssen dann mal gucken, wie das jetzt läuft. Brot habe ich ja gesagt, das sollen die kaufen, weil wir machen halt extrem Minus jetzt. Das ist nicht so geil. Aber dass wir zumindest ein bisschen Brot haben. Es fehlt immer noch zu viel an Essen, es wird wieder... Kacke. Oh, schlechte Wetter ist vorbei, wenigstens etwas. Also manchmal habe ich das Gefühl, die sind extrem lang, diese Schlechtwetterphasen. Das ist nicht so schön. Was ist jetzt schon wieder? Puh. So, die Kirche ist auch fertig. Geht immer noch ein bisschen an Kirche. Überlegt, ob ich hier einfach in die Mitte eine packe. Ja, woanders habe ich. Ich habe auch kaum noch Platz, irgendwo was hinzustellen. Das andere ist ja alles durchgeplant. Eine Dorfkirche, ob ich die einfach hier so einen Hang noch eine stelle. Eine kleine. Hier irgendwo ein Turm dran. Toll. Und das Kreuz oben drauf. Ein Eingang wäre auch nicht schlecht. Ja, gehen wir durch den Turm. Ja. Muss ausreichen. Dann haben wir da nochmal eine kleine Kirche.
Puh. Ja, also schwierig momentan. Alles eher schwierig. Ich hoffe, dass das jetzt einfach besser wird, wenn wir... Ah, sehr schön. Das ist fertig. So, dann machen wir Fisch, Bären, Wildschwein und... Was kaufen wir? Honig. Ist egal. Und mit 4. So. Dann haben wir da nochmal einen kleinen. Vielleicht kommen wir jetzt so ein bisschen da ran. Hoffe ich einfach mal. Es sind immer noch zu viele Dorfbewohner, denen es an Essen fehlt. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das einfach an der nicht vorhandenen Menge liegt. Oder... weil es nicht verkauft werden kann. Oder weil es nicht genügend verkauft wird. So, 3 Leute da noch mit dazu. Ich würde hier unten vielleicht auch noch eine Jagdhütte platzieren. So. Jetzt habe ich kein Geld. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Scheiße. Ich muss das mit dem Brot mal abbrechen. Das ist mir zu viel. Das verkaufe ich. Kaufe ich gerade irgendwas ein? Das breche ich auch mal ab. Das breche ich auch mal ab. Baubeginn. Scheiße. Oh, scheiße. Ja, hatte ich nicht noch gesagt, wir haben kein Geldproblem. Tü-tüm. Aha, ich glaube, wir müssen mal eine machen. Dann kriegen wir nämlich ein bisschen Geld. Geld, Gold, wie auch immer. Warte mal. Ja, die sind alle wieder fit, okay. So. Level 1er kann ruhig mit. Kommt mal noch ein Level 6er mit dazu. Senden, so. Puh. Ja, also gerade läuft es natürlich nicht, war ja klar. Aber sowohl in Ostschiff als auch in Foundation läuft es jetzt einfach gerade bescheiden. Wo ich mir auch denke, toll. Wow, ich kann mir eine Mönchstatue holen. Wow. Wow. Eine Deko, oder? Ja. Oh! Nice! Wenn man die hier zum Beispiel hier so an die Kirche mitstellt, hat das vielleicht sogar direkt was. An den Eingang so. Yay! Theoretisch. Baubeginn. Ha, wir haben neue Statuen. Ich muss nicht mehr nur die Schafstatue nehmen. Kann jetzt auch ein paar Mönche überall in die Wildnis stellen. Puh. Ja, jetzt geht Weizen wieder ein bisschen hoch, dadurch Mehl auch. Und jetzt kommen wir langsam hinterher. Bisschen zumindest. Jetzt müssen wir einfach hoffen, dass wir erstmal kein extrem schlechtes Wetter wieder haben. Oder eine Zeit lang auf jeden Fall nicht. Sonst nicht zu viele Leute abspringen, das wäre auch hilfreich. Oh Mann. Oh Mann. Das war so nicht geplant. Brücke ist auch bald fertig. Puh, okay. So, ist der fertig hier? Nee, noch nicht ganz. Shit. Shit, shit, shit. Mann, Mann, Mann. Das ist doch alles Kacke.
So war das nicht geplant. Achso, der nähert sich. Oh, Lagerhaus ist fertig. Packen wir da Stoff, Klamotte, Holz. Brauchen wir es? Nö. Da mal zwei hinzu. Ich könnte hier aber auch noch einen Speicher hinpacken, wenn ich das Geld dazu habe. Oh, scheiße, jetzt geht das wieder los mit dem Kackgeld. Mist. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ja, befördern werde ich natürlich erstmal nicht. Habe auch kein Geld zu. Alter. Jetzt muss ich hier wieder... Ja. Ein bisschen Geld dann abgreifen. Oh, so ein Scheiß. So ein Scheiß. Der Spaß wieder los. Na, Brot wird besser. Brot wird besser, ein bisschen. Ah, jetzt wird das hier hoffentlich fertig. Kann man nochmal ein paar Kühe hinzufügen. Ja. So, ein paar Kühe. So, können da bleiben. Soldaten waren siegreich. Gesandter, du kannst mich aber mal... Okay. Dun, 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 dun. Oh, die Kirche geht auch gut voran. Ich baue ja gleich noch einen Bauern hin, ne? Mache ich einfach Weizenfarm. Beginnen. Holzbrücke ist fertig. Sehr schön. Okay. Gut, also wir müssen jetzt gucken, dass wir die Nahrung hochkriegen. Ja, Fische haben wir echt viel. Da bräuchten wir jetzt erstmal nicht hinterhergehen. Bären, ja, habe ich ja schon dazu gepackt. Wir haben jetzt nicht, weil es halt nicht so extrem viele. Und daher mal gucken muss, dass man diese Bärendinger hat. Puh. Ja, Milch haben wir jetzt hoffentlich ein bisschen. Ich würde aber noch mal einen Speicher platzieren wollen, sobald ich das Geld dazu habe. Es ist wieder nervig, ne? Also, tut mir auch sehr leid, aber es ist jetzt gerade ein bisschen blöd. Das läuft jetzt gerade nicht so, wie ich das ganz gern hätte, aber ich denke, da kommen wir schon irgendwie wieder hinterher. Also ich traue es uns zu, dass wir das wieder hinkriegen. Ja, wir müssen jetzt irgendwie das Essen in die Höhe treiben, dass wir da mehr bekommen. Auch an verschiedenen Stellen vielleicht noch ein bisschen. Gut, aber ich würde sagen, da schauen wir dann in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich hoffe einfach, dass wir das schaffen, dass sie wieder glücklicher werden. Also jetzt sind sie ja schon mal nicht mehr unglücklich, also sind jetzt auch nicht so super zufrieden, aber ja, das kriegen wir dann bestimmt noch hin.
Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Dann verpasst ihr auch keine der neuen Folgen mehr. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao.